Willkommen zurück zur 15. Folge XCOM. Promote. Headshots. So, ich wurde gerade zum Sniper promoted, damit habe ich jetzt auch endlich einen Fernkämpfer. International Service Cross is now unlocked. Sehr gut. Additional Awards, Defenders Medal und Urban Combat Badge. Sehr gut. New Facilities available. Jetzt kann ich auch den Workshop bauen endlich. Remember, we Situation gegen. So, jetzt habe ich hier Argentinien, ja gut, South Africa, Ägypten. Dafür habe ich zumindest hier jetzt erstmal relativ safe in Asien. So, kann ich jetzt noch einen Reaperman 2 machen? Das ist alles Frauen. Ah, verstehe ich nicht. Dann muss man erstmal ohne Reaperman auskommen. Assign new research project. Arc Thrower. Is now available. Commander, our satellite is prepped and standing by for launch. We are ready to deploy it on your orders. Dankeschön. Wann ist der? Request from South America. Die wollten einen Satelliten haben, das weiß ich noch. Das war die Medaillenverleihung, würde ich sagen. Plus Defense und den Cover Award Medal. Rotfeder. Ja, ich möchte Rotfeder die Medaille verleihen. So, Defenders Medal. Never panic when wounded. Okay. Dem würde ich das auch mal geben. Der soll nicht in Panik verfallen, der soll die treffen, die ich will. Und International Service Cross. Assign Power. Plus 2 Will. Plus 2 Aim. Per Content Bonus XCOM has earned. Ich glaube, ich nehme lieber Will. Aim ist zwar cool, weil sie ihn besser treffen, aber das bringt mir gerade zum Anfang jetzt relativ wenig. Das bringt, glaube ich, weil das bringt mir halt später mehr. Aber da muss ich halt echt auch viele Boni kriegen. Ich glaube, das kann ich erstmal noch lassen, weil die bringt mir eh nicht so viel. So, Pending Requests. Brasilien. Wollte das. Ich bringe halt 90 pro Monat und einen Scientist pro Monat. Council Report in 11 Tagen. Commander, we're receiving a transmission from the Council. Coming on screen. The aliens are moving to sabotage a major transportation network near Japanese Reward 140, Panic Reduction. Japanese Railway using device undestructible unit is only going to spread panic. Okay. Excellent. We look forward to seeing your progress. Das ist doch mein Support, genau. Loadout. Das war ein Medikit mitgeben. Hier hätte ich gerne wieder den. Clear Unit, Clear Unit. Wie die ganze Orga. Die hat ein Aim von 75. Sie auch.
47 Will, 43 Will. Wie sieht das, weil die dann weniger panikt? Also wenn sie, weil sie höher Will hat, glaube ich, generell weniger Panik. Gibt es jetzt mal eine Spezialmission diese Folge? In der 5. Folge gibt es Spezialmission. Dropship has arrived. Begin assault. You'll be heading into Japan for the next mission. Strike one. Council intel indicates the aliens are charging a plasma bomb of some kind in your vicinity. Time is running short. We need to locate and disarm that weapon before they're able to finish priming it. Our sensor readings indicate that the device is some sort of priming mechanism. The aliens are transferring power from it directly to the bomb itself. Disabling this power node should give you more time to find and disarm the power node. Eine Runde. New objective received. Okay, four. Das ist doch schon die Bombe dort, oder? That's one of the power nodes we detected. Disabling it will slow the charging process of the alien. Das nicht machen sollen. Ich muss echt lange machen. Ich muss echt viel lange machen. Das ist so hässlich. Der darf nicht schießen, wenn er gelaufen ist. Oh Gott, das hat Fox langsam. Meine Güte. Das hat echt schlecht Deckung. Ah, er schießt, okay. Bitte. Oh. Ah, the line. Squaddy, the line 2 has panicked? Der hat doch gar nicht gepanickt. Ach, Fox hat oft panicked. Alle gemisst. Jetzt kann ich wirklich beide mit meinem Heal-Kit gepanickt. Ne, 3 Leute haben gepanickt. Oh, nee. Yourself some time, but you still need to hurry, or well, you know. 3 Leute in Panic Mode, na herrlich. Oh oh, das ist echt ungünstig, oder? Ne, noch hat er Deckung. Sehr gut. Oh, die haben bloß keine Deckung mehr. 18%, das ist so lächerlich mit dem Aim. Kommen wahrscheinlich nicht bis dahin, oder? Nee. 35, 55. Ich nehme auf. 37, 40. Bin unterwegs. 36, 59. Du kannst eh nichts anderes machen. Nicht getroffen. Doch nicht. Der hat nur den mit 18%, das ist so lächerlich. Muss man hier das frei sprengen. Throwing grenade. Ist gestorben? Nee. 58, das ist so lächerlich, da steht offene Fläche, ey.
64, komm, machen weg. So, einer ist Scharfschütze. Das ist keinem erzählen, ey. Ich bin zwar voll Dinger, ich glaube, kann ich nicht mehr sehen, den Gegner. Oh nee. Oh nein. Oh, das war echt knapp. Meine Güte. Den habe ich noch mit Granate, aber ich kann die Granate schlecht dahin ballern. Es brennt hier so, sieht aus, als würde es explodieren, finde ich. Position bestätigt. Mal lieber da weg. 90, 63. Weg, auch wenn eine niedrige Zahl ist. Naja, war mal so klar. Ey, damit quasi null Aim. Oh fuck. Nein, Rotfeder. Oh, jetzt ist er tot. Wie einer panikt. Ich glaube, ich verliere die Runde ziemlich hart. Jetzt mindestens ein wieder deaktivieren. Ich komme mal nicht ran. So ein Shit. Und der trifft nicht. Bei 77%. Der panikt, das ist schon verloren. Fuck it. Oh, da war noch einer auf Overwatch. Sterben doch dann alle, die ich in der Aktion hatte, weil die Bombe hochgeht, oder? Der stirbt nicht mal. Und noch einer tot. Turn on the bomb explode. Ich muss einfach bloß noch weg. Toll. Zwei verloren für nix. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Bullshit, ey. Oh. Oh nein. War das eine Scheißmission, ey. Oh, du bist auf die Fresse gekriegt.
Classic halt was anderes als normal. Drei Leute gekillt, toll. Ja, sorry für das Fluch, aber das war dann die zweite Folge. Quatsch, die zweite, die fünfte Folge. XCOM. Ich glaube, wir gehen bei dieser Daten aus.